So, Leute, willkommen zurück zu Devil May Cry. Beim letzten Mal hat Dante die Münzen vertauscht und so Arius seine Beschwörung seines Dämons verhindert. Ich möchte bitte wieder meine. Wer seid ihr? Das sind ganz komische Traumtänzer hier. Wir sind wohl weitestgehend in der Lage, meinen Schlägen auszuweichen. Nicht komplett, aber immerhin ein bisschen. Das ist zuweilen ein wenig uncool. Für mich. Weil im Gegensatz zu den anderen Dämonen, die wir hier getroffen haben, ja, machen die mal was. Vor allen Dingen durch die Boss-Lebensleiste sehe ich nicht, wie viel die haben. Aber eindeutig zu viel. Ich glaube jetzt. Nee. Immer noch da. Diese akrobatischen Meisterleistungen hier von den Dämonen. Und ja, ich kann mit Sicherheit sagen, es sind Dämonen, denn Dante bekämpft keine Menschen. Flüchte nur, ich krieg dich schon. Vor allen Dingen, das ist der Kampf gegen Arius und es zeigt schon, was er für eine Art Gegner ist. Er hat nämlich nichts drauf und will deswegen die Kräfte eines Dämons absorbieren. Und will hier mit den anderen Dämonen sich einen Vorteil verschaffen, weil er kann selber nichts. Ich glaube, das. Die ganze Sache hier beruht auf einem riesigen Minderwertigkeitskomplex. So, kann ich jetzt vielleicht. Oh, ich hab's hier eben. Nee, doch. Arius, der da einfach bloß sitzt und zuguckt. Oh, da gibt's nochmal Lebensenergie. Lebensenergie nehme ich immer gerne an. Könntest du mal das Ziel. Jetzt hat er sich wieder aus dem Staub gemacht, der Mistkerl. Sitzt er wahrscheinlich wieder hier drüben auf einer Säule. Was hat er jetzt mit mir gemacht? Nichts drauf, außer billigen Tricks. Ich hab's hier wenigstens nochmal Heilungs... Heil... mal Picks. So. Okay, keine Ahnung, wo er gerade sitzt. Ich wollte ihm jetzt eigentlich als Dämon eins über die Rübe ziehen. Einfach da hinten kam gerade was geflogen. Also echt, Arius, das sind billige Tricks, dich einfach in irgendeine Ecke stellen
und von da aus ein bisschen was schießen, während deine Diener hier kämpfen. Das ist halt eine richtig feige Taktik. Weil er genau weiß, dass er selbstständig keine Chance hat. Ja, da schießt er und trifft sogar. Eigentlich hat er es nicht mal verdient, dass ich mich für ihn in einen Dämon verwandle. Ja, nicht mal das hat er verdient. Ah, nicht nochmal Heilenergie, schade. Beschwört halt nur diese Viecher neu. So, die Dämonenform hat immerhin ein bisschen Heilung mit sich gebracht. Oh ja, große Heilung, ich bin wieder voll. Glückwunsch, Arius, ich ernenne dich hiermit zum schlechtesten Schützen der Dämonenwelt. So, ich habe doch das Rennjuwel. Ja. Arius hat auch nicht verdient, ein König zu sein. So. Allerdings sind wir noch nicht durch, das heißt, es wird noch einen Kampf geben. You defeated Arius. There's just one thing left. Kill me. Kill me and everything will be over. I thought I was a descendant of the clan that protects Videmarly. The ones who have the blood of the devils. But the truth is, I was created by Arius. I could become a monster and attack the humans at any time. Now, kill me. It's your job to hunt devils. Was incomplete. But the door to the demon world is... Wait. What are you doing? My job is hunting devils. Once you enter the demon world, you may never be able to return. I'll go. I'm expendable. You don't need to worry about me. I'm happy if I can die like a human. No. Devils never cry.
But... Let's leave it to fate. Heads, I go. Tails, you go. See you around. Don't you want to hear the story about Sparta from Mathieu? I know. He did the same thing. Hold on to my coin, Lucia. Ja, Dante ist echt cool. Der Jäger wird seine Vorgänger übertreffen. Ja. Wir können jetzt leider nicht nochmal upgraden. Ich weiß aber, dass dieser Kampf es ziemlich in sich hat. Deswegen, da möchte ich eigentlich schon, ich hätte vielleicht noch einen Blue Orb mitnehmen können. Komm. Wir nehmen jetzt mit, was wir kriegen können. Dieser Kampf ist nämlich tatsächlich wirklich der schwerste im Spiel, glaube ich. Ist ja auch Bossfight. Erkennt ihr das Phantom? Und den Affen? Und den Taurus? Alles, was wir besiegt haben, steckt in diesem Vieh drin. Da hinten ist sogar der Flügel von dem Adler von Mundus. Und der Riese, achso, das ist dieser Steinriese. Wir dürfen uns nicht zu weit bewegen, weil jeder Kopf tatsächlich seine eigenen Angriffe hat. Und den da finde ich doch recht angenehm. Argos sagst du Chaos. Ja. Der da ist ein einziges Chaos, dieser Kerl. Ja, verdammt, da habe ich den falschen Punkt gemacht. Tatsächlich werden die Köpfe auch der Reihe nach verschwinden. Also wir müssen dieses Chaos hier lüften. Also ich weiß nicht, das ist ein Gott, den ich nicht unbedingt absorbieren wollte. Ich bin schon so chaotisch genug. Da brauche ich jetzt nicht noch Argosax, das Chaos zu absorbieren. Nee, hab ich seinen Kopf schon umgebrochen? Nein. Er hat bloß kurz Pause gemacht, er hat sich vielleicht verschluckt. Na, kriegst du langsam Probleme? Also wir haben uns hier echt den leichtesten Kopf rausgesucht für den Anfang. Weil der macht ja überhaupt nichts. Ist er schon tot? Ja. Okay, der versinkt jetzt in den Trümmern seines Lebens. Und jetzt kommt der Affe. Verdammt, da bin ich in die falsche Richtung gerollt. Verdammt, der macht Feuer, um uns zu schaden. Drauf geachtet. Wie, der Affe ist schon tot. Jetzt habe ich extra Leben gesammelt. Ach, du machst das Feuer. Geht auf deine Kappe, Phantom. Hat das Phantom besiegt oder macht er gleich wieder sein Feuer direkt? Er macht sein Feuer direkt. Oh. Ich dachte, ich wäre ausgewichen. Bin ich aber offensichtlich nicht. So, der nächste Körperteil ist absorbiert. Das zeigt auch, woher diese einzelnen Kreaturen, die hier Arius gedient haben, ursprünglich kommen. Die sind alle ein Teil dieses Gottes. Also er hat im Prinzip die Bruchstücke des Gottes benutzt,
um Monster zu erschaffen, glaube ich. Also man kann auch sagen, die wurden von ihm absorbiert, aber es kann auch sein, dass halt wirklich dieses Wesen am Anfang so in dieser Form existiert hat. Und Arius halt dieses Monster praktisch nur ausgenutzt hat, um Kreaturen zu erschaffen, die auf den einzelnen Körperteilen basieren. Wobei das beim Phantom natürlich nicht hinkommt, weil das Phantom war ja von Mundus geschaffen. Oder diente zumindest an Mundus, man weiß es ja nicht. So, und hier ist super, das Ding kann uns nämlich überhaupt nicht treffen. Hat eben kurz gehangen, das Ding. Oh, okay. Stehen jetzt einfach hier, soll ich mal mit dem Machine Gun draufballern? Vielleicht geht das ja ein bisschen flüssiger. Zieht halt nicht ganz so viel ab. Wie sieht es denn beispielsweise mit der Schrotflinte aus? Nee, die macht viel zu wenig. Raketenwerfer, gut, wenn ich ein bisschen gelevelt hätte, dann vielleicht. Aber der trifft viel zu wenig. Ich glaube, mit unseren Schusswaffen sind wir hier ganz gut genießen. Vor allen Dingen ist das viel super, um unseren Level-Trigger aufzuladen. Dann können wir den nächsten Kopf einfach in der Dämonenform bekämpfen und regenerieren mal ein bisschen Leben. Wenn man das hier überhaupt als Kopf zählen kann. Ich meine, es ist Tentakel. Und der Adler da hinten, der Flügel, das sieht auch, als ob das... Oh, ich glaube, ich habe ihn schon. Weiter drauf waren. Als ob das der Adler von Mundus ist. Also es scheint echt irgendwie... Vielleicht hat sich dieses Wesen auch die Kontrolle geholt, nachdem dann zum Mundus besiegt hat. Dass es die Kontrolle über die Dämonenwelt haben wollte und sie sich in dieser Form gekrallt hat. Und wenn man hier richtig steht, dann kann das Vieh einem nämlich gar nichts. Deswegen habe ich auch gesagt, nicht viel rumrennen, sondern direkt am Anfang alle besiegen. Und da ist wieder Birdie. Ja, das ist halt exakt der Vogel, den wir aus Devil May Cry 1 kennen. Also das bestätigt ja eigentlich, dass Argosax aus gefallenen Dämonen besteht oder eben sich die stärksten geholt hat, vielleicht die Überreste von den Dienern Mundus, um halt Mundus Stärke zu absorbieren, weil Mundus ja wirklich der König der Dämonen ist. Ja, verdammt. Da wurde ich getroffen, das ist nicht gut. Billige Tricks, die du hier drauf hast. Dafür, dass du einen Vogel absorbiert hast, der zum Mundus gehört hat, machst du hier recht wenig Eigenleistung. Da bin ich knapp ausgewichen und da ist der Vogel hin. So. Argosax. Alle Dämonen, die zu dir gehört haben, sind weg. Du warst ursprünglich weiblich und hast jetzt dein Geschlecht spontan geändert. Wer ist da? Und Verwundbarkeit, aha.
Oh, verflucht. Oh, diesen Angriff, den finde ich kacke. Den fand ich schon beim ersten Durchspielen kacke. Wartet mal, ich gehe auf Nummer sicher. Ne, ich benutze den S-Stern. Wir haben ja genug gekauft. Ist ja jetzt eh der letzte Kampf. Aber er geht ganz gut mit der Hand, der Kampf. Ich meine, wir machen Unmengen von Schaden. Aber er auch. So, komm. Keine Gnade für das Vieh. Na los, komm runter. Let's go all the way to hell. Ist das stylisch oder ist das stylisch? Leute, Dante hat ihn auf die coolest mögliche Art erledigt. So, komm, wir speichern und gucken uns dann das finale Ergebnis an. Total Result. Oh, 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 da sehe ich Verbesserungspotenzial. Jetzt müssen wir Lucia nochmal machen. Dante's Costume Change, Mission Select Modus. No. Diesel? Ist das jetzt Wind Diesel oder? Könnte ich jetzt theoretisch hier. Nee, müsste ich dann wahrscheinlich in der Dante-Disc machen. Gut, Leute. Lass mich jetzt ein paar finale Worte zu Dante finden. Dante war ein verdammt cooler Typ. Dante fand ich jetzt. Beim zweiten Teil, der zweite Teil war bisher mein Lieblingsteil. Jetzt muss ich, nachdem ich ihn nochmal gespielt habe, sagen, dass mir der erste doch ein wenig besser gefallen hat. Dante war nicht ganz so cool. Also gerade am Ende war er sehr cool. Hier mit Kopf, du gehst, Zahl, ich gehe. Nee, wir bleiben jetzt bitte hier, lass mich zu Ende reden. Er hat wirklich alles sehr, sehr cool gemacht. Gerade der letzte Kampf, da hat er ja bewiesen, wie stylisch er eigentlich ist. Aber mir haben noch so ein paar Sachen gefehlt. Aber ich weiß, dass wir noch ein paar Hintergründe über Dante und auch seine coole Art auf der Lucia-Disc, beziehungsweise halt jetzt in der HD-Collection bei dem Lucia-Mode finden werden. Und dementsprechend würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Part wieder, wenn es an Lucia geht. Vielleicht wird das ja meine Meinung noch ein wenig ändern. Also, Daumen nach oben da lassen, nettes Kommentar und wir sehen uns, wenn es weitergeht, mit Devil May Cry 2. Bis dann, euer Wolf.